Videomitschnitt. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Steffen. Hier ist die Kathi. Von Videomitschnitt. Hi. Und wir haben den Film gesehen. Fritzi, eine Wende-Wundergeschichte. Ein Trickfilm vom ersten Ansehen, würde ich mal sagen, im Stile von so einem Spot aus der Sendung mit der Maus. Mhm. Aber dann doch mit einem relativ ernsten Thema. Worum geht's denn in dem Film? Es geht um eine Mädchenfreundschaft im Jahre 1989 in Leipzig. Zwei beste Freundinnen, Sophie und Fritzi. Sophie wird mit ihrer Mutter die Sommerferien in Ungarn verbringen und Fritzi soll auf ihren Hund Sputnik aufpassen. Sophie kommt aber nicht wieder mit ihrer Mutter, weil sie versuchen, über Ungarn in den Westen abzuhauen. Genau. Und Fritzi hat jetzt immer noch den Hund und versteht das auch nicht so richtig, warum denn ihre beste Freundin weg ist und ihr nichts gesagt hat und überhaupt. Und möchte gerne den Hund zurückbringen zu Sophie, die im Westen bei der Oma wohnt. Das ist wohl nicht weit weg von der Grenze, wo die Oma wohnt. Und zufälligerweise steht demnächst von der Schule aus eine Fahrt ins Ferienlager an. Und das ist zufälligerweise direkt auf der anderen Seite von der Grenze, quasi vis-à-vis bei der Oma. Und Fritzi hofft, dass das eine gute Gelegenheit wäre, den Hund zu übergeben. Und ja, denkt sich einen Plan aus dazu. Und ringsherum findet eben das normale Leben statt, inklusive Schule und Fahnenappell und Freundschaften schließen oder nicht schließen. Ja. Und das Besondere an dem Film ist, er spielt eben im Jahre 1989. Also im Grunde genommen so im letzten Jahr der Deutsch-Demokratischen Republik. Also eben ein Wendefilm, wenn man das so schön möchte. Ich habe relativ zügig Verbindungen oder Parallelen gezogen zu Marvels Kinderland, weil es eben auch die Wendegeschichte aus der Sicht eines Kindes ist. Und ich war am Anfang so ein bisschen zähneknirschend dabei, weil ich dachte, na, bei Kinderland läuft das alles so nebenher. Und der kleine Martin, wie er in dem Buch ja heißt, der hat eigentlich nur seine eigenen Sachen im Kopf und versteht gar nicht das, was um ihn herum passiert, so richtig. Ich glaube, dass Martin ungefähr das gleiche Alter hat, ist auch 12. 12, 13, genau. Irgendwie sowas, ne? So, und dann habe ich mich erst ein bisschen über Kinderland geärgert, weil ich dachte, irgendwie ist das ja auch so ein bisschen nebensächlich. Die Art, wie Marvel das erzählt hat, ja auch so ein bisschen beiläufig. Und dann ist mir später aufgefallen, nein, beide machen es exakt richtig, weil beide Sichtweisen sind gültig. Ja. Die Tatsache, dass Fritzi in diesem Film, und das ist relativ schnell klar, sehr viel intensiver an den Geschehnissen beteiligt ist, auch tatsächlich nicht nur sie miterlebt, sondern auch beteiligt ist, sagt ja nichts darüber aus, dass das anderen Kindern nicht so gegangen ist wie in Kinderland, dass sie einfach ihr Leben weitergelebt haben und das auch tatsächlich nicht verstanden haben. Ich fand das im ersten Moment ein bisschen unrealistisch, dass Fritzi so die ersten Male in der Nikolaikirche unterwegs ist, wo dann ja auch diese Gebete stattgefunden haben, um dann diese Proteste auch zu organisieren und dann wirklich schlagartig so ein Che Guevara-Poster bei sich im Zimmer hängen hatte. Aber das ist ja ein langsamer Prozess, der hier einfach nur so ein bisschen verkürzt dargestellt wurde. Das hat mich dann also mit beiden Herangehensweisen relativ zügig wieder versöhnt, möchte ich sagen. Ja. Ja, es kommt natürlich auch dazu, dass Fritzi sehr schnell sehr radikal politisiert wird, auch einfach durch die ganzen Umstände. Also dieses plötzliche Verschwinden der Freundin, und für sie war das vorher nie so richtig ein Thema, in den Westen auszureisen oder irgendwas. Also der Film beginnt zwar mit einem Gespräch zwischen den beiden Freundinnen, wie es im Westen wohl sein wird und wie richtige Cola wohl schmeckt und was man halt so mit 13 überlegt über den Westen. Ist halt jetzt nicht irgendwie hochpolitisch gewesen, sondern eher wirklich so die Basics, sage ich mal. Dass einfach nicht bei diesem träumerischen Denken über die DDR und den Westen bleibt, die Bundesrepublik. Das passiert einfach sehr schnell, dadurch, dass sehr viele Dinge passieren. Und es geht wirklich Schlag auf Schlag und es ist wunderbar, das anhand eines Kindes erzählt zu bekommen, weil ich habe die Wende damals mitgekriegt, aber eher so im Vorbeilaufen und auch im Nachhinein erst. Ich war, als die Mauer gefallen ist, war ich 4 oder 5. Mhm. Wir haben da bei Nerd 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 in verschiedenen Episoden auch schon öfter mal drüber geredet, haben ja auch Marvels Kinderland in einer Folge komplett durchdekliniert. Mhm. In einer sehr schönen Sendung. Hört die bitte. Vielleicht verlinkt Andi die vielleicht nochmal. Für mich war das alles so im Vorbeigehen. Und hier in diesem Film wird das alles nochmal so ein bisschen chronologisch entzerrt auch. Mhm. Also gerade die Öffnung beziehungsweise die Ausreiseerlaubnis der Flüchtlinge in der Prager Botschaft, das waren für mich fest verbunden mit der Öffnung der Mauer. Das war für mich im Grunde genommen ein Tag. Mhm. Und hier stellt man fest, ja, da ist noch
wie lange, ein halbes, dreiviertel Jahr oder sowas? Da ist noch ein bisschen Zeit jetzt. Ich weiß gar nicht, wie viel genau, aber es ist schon noch ein Stückchen Zeit. Also so dieses, ihre Ausreise wurde beschlossen und ich glaube, das ist ab jetzt sofort. Mhm. Das ist nicht alles an einem Tag passiert, auch wenn das manchmal in den Medien dann so präsentiert worden ist. Das habe ich mich dann auch so ein bisschen ertappt, will ich nicht sagen, aber das war so ein Augenöffner in dem Moment. Also das macht der Film auch ausgezeichnet, die Chronologie eben dieser Ereignisse auch nochmal zu verdeutlichen anhand von Fritzi und ihren Erlebnissen. Genau. Und auch verschiedene Aspekte, also auch wie in der Nikolaikirche, bevor es eben auf die Straße geht, immer und immer und immer wieder gesagt wird, eine friedliche Revolution, keine Gewalt, egal was die Volkspolizei macht, seid friedlich, keine Gewalt, mit Gewalt erreichen wir nichts, wir müssen friedlich sein. Und ja, auch wie du sagst, diese Chronologie, also die war mir selber auch lange überhaupt nicht klar, weil ich war 7, als die Wende kam, so, also ich habe da auch wenig von mitbekommen, bis gar nichts. Ich habe keine Ahnung, wo ich gewesen bin, wahrscheinlich im Bett. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich bin 90 eingeschult worden im September 1990. Von daher, ich habe da alles auch nicht so dolle mitgekriegt. Und das ist schön, das mal in einem Film wirklich so deutlich zu sehen. Mir ist wieder aufgefallen, ich finde das jedes Mal wieder witzig, diese Ansage mit der Öffnung der Botschaft, da wird ja das Verb hinten immer weggejubelt. Ja, ja. Und ich denke immer so, was, wenn er eigentlich was anderes hätte sagen wollen? Aber dann hätte die Ansprache nicht gehalten und so, das wäre ein ganz anderes Setting gewesen. Aber das ist ja sowieso der Treppenwitz an der ganzen Nummer. Auch die Öffnung der Mauer war ja irgendwie so ein Missverständnis, das war ein Kommunikationsfehler. Und da scheint das ja auch so gewesen zu sein. Irgendwie war klar, woraus hinausläuft. Genschmann, der da oben stand und gesagt hat, ihr dürft raus. Und das war ja klar, woraus hinauslief. Ja. Das wäre ja Genschmann da oben nicht gestanden. Richtig. Hätten sie ja irgendwie dieses ganze Theater nicht gemacht. Also wenn es nichts zu sagen gegeben hätte, hätte sich ja niemand hingestellt und was gesagt. Wobei, es sind Politiker, die machen das. Moment, ich überlege diese Aussage nochmal. Aber das ist schön zu sehen tatsächlich, wie hier die Chronologie ist, wie die Unsicherheit auch ist. Also gerade gegen Ende, also Spoiler, die Grenze wird geöffnet. Ist auch nochmal schön zu sehen, wie Fritzi mit ihrer Familie an der Grenze steht und wie da auch Unsicherheit herrscht, einfach bei den Grenzsoldaten. So, weil die auch nicht wissen, weil Kommunikation war halt nicht. Es war alles tot. Und wie dann einfach irgendwie das Volk eben tatsächlich in dieser friedlichen Manier seinen Willen durchgesetzt hat, mehr oder weniger. Jetzt spielt der Film ja in Leipzig. Ja. Und jetzt begibt es sich der Zeit, dass wir hier in Leipzig leben. Ja. Es ist also wirklich ein Film, der hier in unserer aktuellen Wohnstadt, in unserem Heimatort will ich nicht sagen, weil dafür sind wir zu kurz da, aber unser aktueller Wohnort, dort spielt das eben. Und so bestimmte Landmarks sind tatsächlich zu sehen, also ganz zuerst dieser, was für ein Uni-Riese hast du ihn genannt, genau, oder dieses City-Hochhaus, wie es auch genannt wird. Später im Film übrigens noch ein Lied von City, das, was ich schön fand am Ende. Dann hat man die Nikolaikirche. Ansonsten rätselt man immer so ein bisschen. Ist es jetzt der Bahnhof? Ist es da die Ecke an der Thomaskirche? Wir müssen auch noch mal recherchieren, wo hier in Leipzig die Stasi gesessen hat, wo dieses Gebäude ist. Es wird aber gesagt, dass sie beim Demonstrieren schon mehrfach durch die Innenstadt gelaufen sind. Das heißt, ich denke schon, dass das dieser große Ring ist, der um die Innenstadt herum geht. Also die großen Demos haben rund um den Gürtelring stattgefunden. Es gibt auch, das hatte ich dir, glaube ich, auch mal gezeigt, am Gürtelring an der einen Haltestelle, wo wir immer aussteigen, diese Kirche, von der aus Reporter vom Dach aus das Ganze beobachtet und gefilmt haben. Also es sind schon so ein paar Landmarks drin. Für mich ist Leipzig ja, ich habe ja schon mal früher hier 2 Jahre gewohnt, noch ein bisschen mehr Heimat als für dich. Ich bin ja auch immer regelmäßig hier gewesen. Und das ganze Look and Feel ist einfach sehr Leipzig tatsächlich. Also das ist so ein, ich erkenne da tatsächlich ein bisschen was wieder, einfach so vom, wie sehen die Bürgersteige aus, wie sind die Häuser aneinander gereiht, wie funktioniert das alles so. Das ist schon toll getroffen im Film. Ja, also zu meinem Leidwesen, weil ich finde Leipzig ja extrem grau. Bin ja nicht so, ich wohne hier, im Idealfall arbeite ich hier, wir wohnen, leben hier. Mhm. So, das ist mein Lebensmittelpunkt, diese Stadt. Ich will es auch gar nicht anders haben, ich bin jetzt einfach hier. Aber schön ist es hier oft nicht. Und das kriegt der Film, glaube ich, wirklich ganz gut hin. Also, es gibt ein paar Ruinen, die noch vom Krieg gezeichnet sind, die sieht man, also diesen eingefallenen Gebäude mitten in der Innenstadt. Dann auch so die alten Bahnen, wo ich manchmal das Gefühl habe, die fahren heute noch. Also die alten Tramzüge, die dann über die Straße ruckeln. Dann haben wir nachgeguckt, die Schule, in die Fritzi geht, die gibt es heute auch noch. Die heißt auch sogar noch genauso. Also das sind schon Dinge, die existieren wirklich. Also das sind so, also wenn du wirklich, so wie du sagst, du hast eine relativ starke Bindung zu dieser Stadt, dann funktioniert das eben auch. Dann ist das auch ein Aspekt. Ich hatte das in einer früheren Review für den Telestammtisch schon mal bei einer Serie namens Racco, da ging es um den Jungen, die Freundschaft zu einem Hund, also was ganz Ähnliches, witzigerweise. Und da spielte
spielen so die Stadtszenen angeblich eben auch in Leipzig, wobei ich das Gefühl hatte, dass die dann für die Serie selber nochmal in München gedreht worden sind. Das ließ sich zumindest dann auch dem Begleitmaterial auch so ein bisschen entnehmen. Und man hat dann einfach nur mal so ein bisschen so eine Tram am Bahnhof an der Westseite dann eben eingefangen, um so ein bisschen diese Stadtfeeling mit einzubeziehen. Das ist natürlich bei einem Trickfilm nicht nötig. Nee. Ja. Das ist wohl wahr. Das kann man sehr schön mit den Häusern darstellen. Das ist ihnen auch gut gelungen. Insgesamt finde ich aber auch jetzt mal weg von dem, wie haben sie Leipzig dargestellt, wirklich die Figuren sehr toll erzählt. Ja. Sehr schön gemacht. Es ist halt wirklich auch immer noch eine 13-jährige Protagonistin, die wir hier haben. Ja, 12, 13, ja, so. Mit dem Ganzen, was man da so hat. Beste Freundin ist weg, man muss irgendwie in der Schule klarkommen, da ist jemand Neues, ein junger Mann, der ganz interessant zu sein scheint. Und dazu halt noch diese ganzen Wendeumbrüche, Sachen in der Familie, die stattfinden, Gespräche mit Mutter, zwischen Mutter und Vater, Gespräche mit dem Vater, wie die auch zu der ganzen politischen Situation stehen und ähnliches. Es ist toll gemacht. Also es ist, man geht mit den Figuren wirklich mit, man ist da sehr dicht dran. Ich habe jetzt im letzten Jahr, möchte ich sagen, vielleicht auch durch dich motiviert, ein paar von diesen Ostalgiefilmen, ich will es mal Ostalgie nennen, waren sicherlich politische Filme dabei, aber 2019, dann haben wir ja 30 Jahre Mauerfall und der Film kommt oder kam ja passenderweise am 9. Oktober, um diesen Tag eben auch gebührend feiern zu können und begehen zu können. Und ich glaube, ich hatte ja am Anfang der Aufnahme gesagt, dass das alles so im Stil der Sendung mit der Maus passiert ist. Mhm. Es gibt eine Buchvorlage, ich glaube, die hieß Fritzi war dabei oder Fritzi war da, auf der das Ganze basiert. Das ist eben ein Kinderbuch, wo das Ganze eben auch nochmal erzählt wird. Der Stil des Films ist aber nochmal ein bisschen anders. Und ich habe den irgendwann verglichen mit den Cartoons von Rico und Oskar. Mhm. Die gibt es ja auch in der Sendung mit der Maus und auch die Buchillustrationen sind ja identisch zu den Cartoons aus der Maus. Und in diesem Stil ist auch ungefähr dieser Film. Ja. Und das ist vor allem deswegen spannend, weil die Rico- und Oskar-Geschichten ja auch in Berlin spielen. Mhm. Und ähnlich wie es ja bei Cleo gewesen ist, den wir ja auch für den Telestammtisch besprochen haben, da eben auch Berlin eine große Rolle spielt. Ja. Und so ist es hier eben in diesem Film auch mit Leipzig. Mhm. Also das eben, also es geht ja auch um sowas wie Wurzeln zu haben und trotzdem Freiheit zu bekommen. Das ist ja ein Motiv dieses Filmes. Und dann aber sich im Zweifelsfall, um diese Freiheit zu bekommen, sich von diesen Wurzeln eben auch losreißen zu können. So, das ist was glaube ich, sowohl diese ganze Rico- und Oscar-Trilogie, hatte ich jetzt halt spontan mal gesagt, das sind, glaube ich, mittlerweile 4 Bücher, ne? Ja. Einmal diese 3, die man kennt, und dann dieses Weihnachtsbuch. Genau. Aber ich sage jetzt mal die Trilogie, die ja auch verfilmt worden ist. Und dann eben aber auch Cleo, was ja auch so einen ganz starken Berlin-Bezug hatte. Mhm. Jetzt eben Fritzi, die eben sehr stark mit Leipzig das Ganze nochmal verbindet. Man hätte das auch nach Berlin legen können. Und das ist eine schöne Abwechslung. Mal nicht so eine, ich will jetzt Leipzig nicht als Nicht-Metropole bezeichnen. Wir sind schon auch eine Großstadt mit auf jeden Fall 650.000 EinwohnerInnen. Das ist schon eine Großstadt. Aber Berlin ist da einfach nochmal eine viel, viel größere Größenordnung irgendwo. Ne? Ja, und Berlin hatte natürlich auch den Faktor, dass die Grenze direkt in der Stadt war. Du hast eine ganz andere Art von Vermischung der Kulturen gehabt. Leipzig war halt schon recht weit im Osten, sage ich mal. Also beziehungsweise, wenn man sich das ehemalige DDR-Gebiet anguckt, ziemlich zentral gelegen eigentlich. Also wir haben es bis nach, ist das Polen? Nee, Tschechien ist das. Tschechien, ne? Ist das, genau. Tschechien, also ist es genauso weit wie bis nach Hessen? Ja, ungefähr. Hätte ich gesagt. Könnte hinkommen. und natürlich wäre die Geschichte ein bisschen anders verlaufen, wenn man nur innerhalb der Stadt über den Hund über die Grenze hätte schaffen müssen. Es kommt mir so vor, als hätten wir da einen Film zu gesehen. Wir haben lustigerweise, das hört ihr demnächst im Telestammtisch, einen Film gesehen namens Smuggling Hendrix, wo es auch darum geht, einen Hund über die Grenze zu bringen. Ja. Der Film läuft aber erst im November an, dann hört ihr da den Beitrag beim Telestammtisch. Genau. Das war trotzdem eine schöne Koinzidenz. Ja. Leipzig ist halt insofern auch einfach wichtig als Ausgangspunkt dieser friedlichen Demonstrationen, die Nikolaikirche und alle Demonstrationen, die davon ausgingen. Die ganze Energie, die davon ausging, ist halt einfach wesentlich gewesen für die Bewegung in der DDR, die Wende mit herbeigeführt hat. Und von daher ist Leipzig als gewählter Punkt schon sehr, sehr gut, weil da einfach die großen Montagsdemonstrationen stattgefunden haben. Das ist ja auch eine Sache, die einem hier in der Stadt im Alltag auch begegnet. Wenn man in der Bahn sitzt, dann fährt man am Platz der Friedlichen Revolution vorbei. Ja. Das ist da am Wilhelm-Leuschner-Platz. Ja. Man kommt am Völkerschlachtdenkmal vorbei, wo bis heute Kundgebungen und Demonstrationen stattfinden. Mhm. Und die
weiß ich nicht, die Fridays for Future Demonstration und so weiter und so fort, die nehmen die exakt gleiche Route. Ja. Das ist verwurzelt in dieser Stadt. Das ist einfach so. Also es hat hier eine gute Tradition, weil es eben in der Regel friedlich einherging. Mhm. Und das transportiert der Film, finde ich, auch sehr schön. Also gerade auch bei diesen DemonstrantInnen, die gezeigt werden im Film, ist jemand mit so einem Irokesenschnitt dabei. Leipzig war immer eine Studentenstadt und dieses Gefühl hast du da halt auch. Da sind immer so ein bisschen, also sie werden als Rowdies bezeichnet vom System oder wurden als Rowdies bezeichnet, aber du hast immer so ein bisschen auch die Querdenkenden dabei gehabt. Du hast immer so ein bisschen die dabei gehabt, die sich eben nicht anpassen wollten, die aber jetzt auch nicht irgendwie auf Krawall gebürstet waren, sondern die einfach gesagt haben, wir können uns auch ein anderes Leben vorstellen und ein freieres und suchen nach Wegen, das umzusetzen. Und das ist ja, das wird im Film auch kurz angedeutet oder angeklungen, die Menschen wollten nicht weg aus der DDR, sie wollten die DDR verändern. Ja. Sie wollten in ihrem Zuhause bleiben, aber sie wollten, dass die Regeln dieses Zuhauses geweitet werden und freier werden. Und das ist eine Wandlung, die macht Fritzi eben irgendwann auch durch, wo dann sie darauf hingewiesen wird, dass halt immer die Gefahr besteht, dass man ins Gefängnis gesperrt wird. Und dann sagt sie irgendwann, das ist auch kein großer Spoiler, aber dieses Land ist doch schon wie ein Gefängnis. Genau. Und das war ein Moment, der hat mich wirklich ins Herz getroffen. Ja. Weil das ist eine 12-Jährige und die hat das verstanden. Ja. Und man hat ganz ähnliche Dynamiken, vielleicht ich will ganz ehrlich sein, identische Dynamiken, wie Marvel sie im Kinderland-Comic erzählt hat. Eben auch so diese Perspektive in der Schule, wo ihr eben dann auch immer wieder eingebläut wird, da findet wirklich Indoktrination statt von Erwachsenen und eben auch von Lehrkörpern. Und dann auch diese ganze Pioniersnummer, die da ein bisschen untergeordnet ist, die wird diesen Kindern dann deutlich größer, diese Pioniersnummer, die aber dort eben auch stattfindet. Und das sind Perspektiven, die sind auch wichtig. Und eben auch nochmal so, das hatte ich eben schon mal erwähnt, dieses ganze Entzerren der eigentlichen Chronologie, die für mich bis heute, obwohl ich das jederzeit in der Wikipedia nachlesen kann, dass da Tage dazwischen liegen. Ja. Aber wann macht man das schon mal? Ja. So, ne? Das einfach nochmal zu entzerren, ist einfach unfassbar wichtig, klar zu machen, dass das nicht wie in den Medien, wenn mal wieder Jahrestag von irgendwas ist, ne, 9. Oktober oder immer im November ist ja nochmal ein Tag. 9.11. genau. Genau. Dann eben werden genau diese beiden Ereignisse immer, das ist fast ineinander geblendet. Das ist, für mich war das bisher immer ein Tag, diese beiden Ereignisse. Und da liegt Zeit dazwischen. Ja. Und allein dafür ist das wichtig. Vielleicht sollten wir noch mal ein bisschen was sagen zu der Eindringlichkeit des Filmes. Weil das ist kein Klicki-Bunti-Kinderfilm im eigentlichen Sinne. Nein. Ich habe ganz schlimm heulen müssen am Ende. Ja, klar, war Happy End und alles wird gut. Der Film geht aber auch erstmal damit los, dass jemand Richtung Grenze fährt und dann fällt ein Schuss. Ja. Und da wird erstmal klar gemacht, okay, diese Grenze ist gefährlich. Das ist die erste Einstellung des Filmes. Ja. Da fährt ein Auto Richtung Grenze und es fällt ein Schuss. Man sieht nicht, was passiert, aber halt bleiben sie stehen, peng. Und das ist ein Ding, dass diese Stimmung und diese Gefahr, die macht der Film sehr, sehr deutlich. Mhm. Also das eben mit dieser ganzen Revolution und auch während der ganzen Demonstration immer die Gefahr bestand, entweder eingesperrt, verprügelt oder vielleicht dabei sogar erschossen zu werden. Ja. Das ist nicht nur eine Drohung, sondern das sind Szenen, hier wird in dem Film tatsächlich scharf geschossen. Ja. Und das ist vielleicht eine Warnung, ja, geht mit Kindern rein, unbedingt, aber seid euch bewusst, dass das passiert. Ja. Also ich bin der Meinung, Eltern mit den Kindern, Kinder auch gerne alleine, das ist jetzt, also ich weiß nicht. Wahrscheinlich ist er ab 6, verstanden wird er, glaube ich, so ab 10, hätte ich gesagt. Ja. Also das wäre so meine Empfehlung, lass die Kinder 9 bis 10 Jahre alt sein oder ein bisschen älter, dann können die damit auch was anfangen, dann können die auch die richtigen Fragen stellen und ihr könnt die Sachen besser erklären, die noch erklärt werden müssen. Ja. Aber es ist, wie du sagst, es ist kein Kinderfilm mit einer lustigen Abenteuerreise, wie bringe ich den Hund den Fluss runter ans rettende Ufer oder so, sondern es ist wirklich, es wird gezeigt, was für eine Gefahr dahinter steckt, welche Angst die Eltern auch haben, wie unterschiedlich die auch darauf reagieren, was in diesem Staat los ist und wie viele Bedrohungen und wie unberechenbar diese Bedrohungen auch sind. Also, dass halt überall auch Stasi-Spitzel rumrannten, dass man halt nicht wissen konnte, wem man vertrauen kann, dass eben auch die Mutter von Sophie, Kathi heißt die, so wie ich, die hat niemandem was davon erzählt. Die hat nicht mal ihrer Tochter erzählt, dass sie ausreisen, also dass sie abhauen wollen, weil es einfach viel zu riskant gewesen wäre. Weil man nicht wissen konnte, wem man trauen kann und wem nicht. Das hatte ich auch, glaube ich, in Marvels Kinderland-Besprechung gesagt. Dieser Moment, wo da zwei erwachsene Paare sich drüber unterhalten, dass sie über Ausreise nachdenken. Und ich zutiefst Angst hatte in dem Moment. Aber ich dachte, das erzählst du nicht. Du weißt nicht, ob die es nicht berichten. Und das gibt ja einen ähnlichen Moment, da hast du mich dann darauf hingewiesen, da wäre ich niemals drauf gekommen.
die gucken hier halt Westfernsehen. Ja. Und es gibt einen ganz ähnlichen Moment, wo du dann sagtest, oh, die haben sich gerade geoutet als Westfernsehgucker. Ja. Da wäre ich niemals drauf gekommen in dem Moment. Ja. Das ist dir als allererstes aufgefallen. Ja, so, ne? Das ist auch, also da kenne ich halt Geschichten, meine Mama hat erzählt. Haben wir das erwähnt, dass du in der DDR aufgewachsen bist? Ich bin in der DDR aufgewachsen. Ich komme aus Thüringen, hallo. Das sollten wir vielleicht dazu sagen. Ja, das sollten wir vielleicht dazu sagen. Und meine Mama erzählt Geschichten, dass sie in der Schule gefragt wurden, wie also wenn die Tagesschau anfängt, kommt vorher immer so eine Uhr. Ja. Und die wurden gefragt, ob das Striche oder Punkte sind, wo der Zeiger langläuft, um rauszufinden, ob die daheim Westfernsehen gucken oder nicht. So, weil das war halt das, woran du es unterscheiden konntest. So, meine Mama hat halt nicht drauf geantwortet, weil sie sagt, da achte ich eigentlich nicht drauf, ne? So, aber das sind so Dinge, da wurden Kinder, also meine Mama war ein Kind, als sie das gefragt wurde, lass sie 10 oder 11 gewesen sein. Das sind Dinge, da haben Leute echt extrem genau hingeguckt. Hm. Wer guckt welches Fernsehen? Wer lässt sich vom Feind, vom Klassenfeind beeinflussen? Wer hat dadurch vielleicht Ausreisegedanken und ähnliches? Und das sind so Dinge, die habe ich erzählt bekommen, mitbekommen sicher nicht, aber erzählt bekommen, dass sowas so passiert ist. Und deswegen bin ich da auch unfassbar sensibel dafür. Ja. Und es ist so klar, dass es, und das meine ich gar nicht als Vorwurf, sondern einfach, weil ihr anders aufgewachsen seid, dass es im Westen hat niemand irgendwen ausgehorcht, welche Nachrichten ihr guckt. Warum hättet ihr Ostfernsehen gucken sollen? So toll war es nicht. Bis auf das Sandmännchen, das haben wir hier an dieser Stelle auch schon häufiger erwähnt. Das Ost-Sandmännchen ist King. Ja. Das also stimmt. Da kommt auch das Westsandmännchen mit seiner blöden Schiebermütze nicht drüber. Genau. Und es ist tatsächlich so, also es ist auch im Film toll gemacht, wie die Lehrerin das auch anspricht. Dieses, da sind Leute gesehen worden aus dieser Klasse und das wurde sogar vom Klassenfeind irgendwie als moralische Unterwanderung der DDR benutzt. Und man auch sagt so, sie sagt nicht direkt, dass sie es geguckt hat, weil auch so diese schon sehr DDR-treue Person. Ja. Die Lehrerin ist ja da schon so ein bisschen sehr in der Richtung unterwegs. Man will sich ja informieren. Man will es ja zweifelsfall, wie sagt man, sei deinen Freunden nah, aber deinen Feinden noch näher oder irgendwie sowas. Da gibt es ja diesen Sinnspruch. Genau. Kriegen gerade nicht drauf. Ja. Und trotzdem musst du halt gucken, wer hört das, was du sagst, weil in der Klasse sitzt halt zufälligerweise auch der Sohn vom Oberschulrat oder irgendwas. Wobei ich sagen muss, du hast gerade gesagt, wir im Westen hatten das nicht. Ist ein anderes Beispiel, weil das West und Ost gewesen ist, aber meine Urgroßmutter hat britisches Radio gehört während des Zweiten Weltkriegs. Ja. Aber dieses Bom, 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 so diese Nummer, das kennen vielleicht auch noch einige. Da durften dann meine Oma und meine Großtante nicht im Raum sein, weil das natürlich auch verboten ist. Und meine Uroma, das weiß ich von meiner Oma, hat wirklich mit dem Ohr am Radio gesessen, das ganz leise gemacht und das dann eben gehört, was die Briten, die haben ja auch auf Deutsch gesendet, nach Deutschland. Und was die da eben berichtet haben, um einfach ungefilterte, echte Informationen zu kriegen. Ja. Es ist fraglich, was man dann da ungefilterte Informationen kriegt. Aber also diese Art, wie Widerstand funktioniert und organisiert ist und wie man sich informiert. Und natürlich ist immer alles gefärbt. Ja. So, aber das zeigt dieser Film halt eben auch so, auf welche Informationen verlässt man sich, auf welche nicht, mit wem redet man, wem vertraut man. Und dieser Vertrauensverlust, der bei Fritzi auch passiert in das System, der ist auch toll gezeigt im Film. Absolut. Es ist ein bisschen gestraft, weil der Film hat 80 Minuten. Mhm. Erwartet also jetzt keine detaillierte Charakterentwicklung, sondern das sind so Stationen, die man mitkriegt, auch bei Fritzi. Auch so, ich will das jetzt mal ganz frech sagen, die Station ihrer Radikalisierung. Mhm. Das sind wirklich nur so Abschnitte, die man sieht. Also ihr erster Kontakt mit in der Nikolaikirche und dann eben auch, dass sie sich dann anfängt zu informieren und sowas. Das sind so Dinge, dann auch dieser Wunsch aus der DDR herauszukommen, der manchmal noch sehr kindlich ist, aber dann versteht sie halt eben auch, woran es liegt, dass es vielleicht auch sinnvoll wäre, da mal die Schotten aufzumachen. Uff, der Film hat mich gerade in den Demonstrationsszenen extrem mitgenommen, aber auf positive Art, also sehr bewegt im wahrsten Sinne des Wortes und dich offenbar auch. Ja. Und wir haben im letzten Jahr, das war schon letztes Jahr, den Gundermann-Film gesehen oder war der dieses Jahr? Das war letztes Jahr. Letztes Jahr, ja. Der auch ein ganz ähnliches Thema hat, Stasi und Indoktrination und Verrat von Freunden. Verrat und Landesstaatstreue, hätte ich fast gesagt, sowas in der Richtung. Und aber dann eben anhand dieses Musikers erzählt. Ja. Und dieser Fritzi-Film reiht sich genau in diese Reihe ein. Mhm. Also eben diese Revolution und die Auflösung der DDR anhand eines Kindes erklärt. Ja, und mir wird immer wieder bewusst, wenn ich solche Filme sehe, auch einfach, wir hätten uns nicht kennengelernt wahrscheinlich. Vermutlich nicht. Weil so. Wie, ne? So. Und das ist einfach so viele Dinge, die mir möglich sind, weil ich einfach sehr jung war, als die Wende kam.
und ganz viel mitgenommen habe. Und wenn ich dann immer wieder von meinen Eltern einfach Geschichten höre, was ihnen erst spät möglich war und anderen eben einfach gar nicht. Mhm. Das ist schon krass. Genau. Also ja. Ihr hört unsere positive Einstellung. Oh ja. Geht in den Film, guckt ihn euch an, informiert euch, redet mit euren Kindern über das Thema. Es ist wichtig zu verstehen, dass das, was da passiert ist, uns gerade droht, sich zu wiederholen. Mhm. Also so dieses Schotten zumachen nach außen hin, sich einzukreisen, einzukapseln, jemanden reinzulassen, der hier nicht hingehört, in Anführungszeichen. Ja. Feindbilder aufzubauen. Du hattest die Rowdies angesprochen. Ja. Inzwischen wird von der Antifa gesprochen, die es ja nicht gibt. Es gibt ja nicht die Antifa. Das ist ja eine Einstellungssache. Ja. Ich denke, da ist es wert, nochmal zu reflektieren und das, was da vor 30 Jahren passiert ist, nochmal auf heute zu übertragen und dann hoffentlich die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Und auch dieses, wir sind das Volk, was ja mittlerweile zweckentfremdet wird. Ich fand das sehr schön bei den Demonstrationsbildern. Es werden am Ende auch noch Fotos, Originalfotos eingeblendet. Genau. Und da ist sehr deutlich ein Transparent zu sehen, wo drauf steht, Heim ins Reich, nein, danke. Ja. Wir sind das Volk, hat nichts mit Rechten zu tun. Mhm. Entschuldigt, das war anders gemeint damals. Und ich finde es so wichtig, eben das auch zu zeigen und aufzuklären und zu sagen, das hat eine andere Bedeutung. Und auch so diese Instrumente. Digitalisierung dieser Montagsdemonstration, was ja auch von Pegida und sowas dann instrumentiert, auch hier in Leipzig von Regida. Dann Pegida ist ja Geschichte, Gott sei Dank, aber naja. Gut, ich will es dabei bewenden lassen, das soll es gewesen sein für heute. Sonst verraten wir zu viel über den Film und ihr solltet ihn ja gucken. Also vom Film, man kann ihn ja trotz alledem gucken, wir haben ja über die Handlung nichts verraten. Das ist richtig. Ja, dann sage ich Dankeschön. Ich danke auch. Und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Schauen Sie bald wieder rein. Die Show muss weitergehen. Auf Wiedersehen. Eine Produktion des Nerd-Nerd-Nerd-Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerd-nerd-nerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank!